noch Öl drauf. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kingsfield und die Quest nach der goldenen Knoblauchzehe. denn Dennis Richtarski hat gerade mit Erstaunen festgestellt, wir reden hier seit 10 Minuten über die Pizza, die er hat und den Belag und die Großzügigkeit im Knoblauchumgang. Und ich dachte, wir reden die ganze Zeit über dasselbe. Nee. Und jetzt hat er gemerkt, dass diese unfassbar weißen, pickligen Madenherde, die da sind, also die wirklich so groß sind wie 2-Euro-Stücke, komplett frisch... Die er gerade über den Teppich verteilt. Jetzt hat es mir wieder die Katzen durchschicken heute. Dass das der Knoblauch ist, ja. Boah, das riecht echt schon, ne? Stinkt wie der Teufel. Es ist, ja. Ja, herzlich willkommen, Kingsfield, in Premium-Bestbesetzung, wie im Intro versprochen. Du bist wieder genesen soweit? Ja, geht so. Geht so. Aber für eine Runde Kartenzeichnen reicht's? Ja. Das ist gut. Das freut mich. Wir haben in der letzten Folge sehr viele Möglichkeiten aufgetan und eine Sache, die wir noch erledigen müssen, ist dieser Brunnen, hast du ihn schon gesehen? Nee. Das ist der ultimative Wahnsinnsbrunnen, denn er heilt Stamina, nein, er heilt Mana und Lebensenergie. Mhm. Das soll bedeuten, wenn du dir selbiges in die Ampullen füllst oder die falsche Taste drückt, wie immer, zum Einstieg in die Sendung. Nee, komm, hier. Oh Gott. Dann haben wir nämlich jetzt geile Superampullen. Na, wo sind sie denn? Ach, die heißen reines H2O hier. Ich meine, es ist grün, es steht reines H2O. Ja, wenn man sich die Wände da anguckt, dann ist ja klar, dass das Wasser nicht glasklar sein kann. Ist aber umso bizarrer, ne? Ein bisschen Moosfarbe, ja. Darf schon sein. So, aber du hattest eben schon gesagt, das ist in der Nähe von der Maya-Pyramide, ne? Ja, genau. Das heißt, und die unterste Maya-Pyramide hatten wir noch gar nicht aufgezeichnet. Nee, nicht so richtig, aber das Wasserbassin hatten wir leer gemacht. Was wir jetzt mal machen sollten ist, weil das hier, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt ist, von dem wir zu vielen, vielen Bereichen kommen. Hier sollten wir uns entscheiden, welchen Stein wir hier einsetzen. Das heißt aber, wir müssen einen nehmen von den vier, die wir bereits vergeben haben. Ich glaube, den du bräuchtest dann... Also der beim Schmied ergibt Sinn, würde ich sagen. Ich würde sagen, gefühlt der Rote vom Schlangentempel. Weil der Rote vom Schlangentempel? Das ist ja. Der bei den Loren. Ja, da waren wir und eigentlich... Und das ist ja eigentlich doch abgeschlossen, oder nicht? Wenn du jetzt ja. In einem neuen Gebiet bist mit Wasser und so, dann... Ja, würde ich sagen, das ist eine Idee, der wir jetzt folgen können. Also. Ansonsten hast du halt noch Grün für die Pyramiden, solltest du nicht weggeben, und Gelb. Es sei denn, du sagst, du brauchst die Elfe nicht mehr. Doch, bei der Elfe ist ja mindestens noch eine Truhe, die Nomos-Truhe. Ja, aber brauchst du nur für eine Truhe einen Stein? Ja, aber das... Weil das Aufheilen kannst du ja hier besser machen als bei der Elfe. Wir müssen ganz kurz einmal hier, wir haben es nicht vergessen, den haben wir letztes Mal geholt in dem Wasserraum. Und jetzt wollen wir einmal schauen, was für ein Magic wir da haben. Der groß, Alter. Das ist groß. Oh, der Zauber. Magie gemeistert. Ich tippe, das ist ein Typ Wassermagie. Reines H2O. Das haben wir gerade bekommen. Kostet 27 MP. Das ist aber einiges, würde ich sagen. Reinigt alle Wunden langs. Das ist aber ja, gut. Das heilt dann auch alle... Das ist die Frage. Du meinst was? Gift? Wunden? Ja. Das ist eine Frage, die wir hoffentlich nicht beantworten müssen. Weil wir keine... ach nee, ich wollte eigentlich was ganz anderes hier. Weil wir nicht mehr vergiftet werden. So. Also ich glaube ehrlich gesagt, das, was du sagtest mit der Lore... Ja, dann gehst du zu Rot. Ja. Bist du auch dafür, Schlangentempel? Es riecht schon auch gut. So, ich bin bei Rot. Schnappe mir den Stein. Müsstest du jetzt theoretisch zu Grün, um zur Pyramide zu kommen? Tarion ist heute übrigens nicht am Start. Unser guter Geist. Hat er schon abgesagt vorher. Leider ja. Kann ich diese Session nicht dabei sein, ja. Weil ich meinen Mofa-Führerschein mache. Ich weiß es nicht. Ich glaube, du tust dem Tarion Unrecht. Wieso? Weil ich die Assoziationskette hatte, Mofa-Führerschein. Gleich altersmäßig darf ich noch nicht mehr fahren. Schön mit 25 alte Omas vom Bürgersteig kicken. Ja, wenn man nicht Schnelleres fahren kann, dann ist... warum willst du was Schnelleres fahren? Warte mal, jetzt stopp. Jetzt müssen wir daher zurücklaufen. Grün ist die Maya-Pyramide. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir von da... Nee. Es war trotzdem, glaube ich, gut. Es war ein Denkfehler. Ich wollte gerade schön zurückspringen. Aber das ergibt ja noch gar keinen Sinn. Ja,
Ja, du kommst wir müssen jetzt ja händisch. Ach. Oh! Ach, du hast es immer noch nicht gelernt. Alter, ein Schlag oder was? Ja, sicher. Ach, sind wir am Anfang hier. Ja, ist doch der Loren-Crash. Genau. Nee, wir müssen, glaube ich... Das Problem ist, dass du in der Folge, glaube ich, nicht dabei warst, ne? Nee, hier, das Loren-Ding, das habt ihr ohne mich gemacht. Ja, was hast du denn jetzt vor? Ich möchte jetzt wieder dahin zurückgehen, wo wir gerade waren. Zu diesem Maya-Bereich. Und ich glaube, der Weg, der dahin führt, war ja, also den haben Dennis und ich zumindest gemeinsam gemacht. Du kannst ja durch den, bei dem Eiertypen vorbei. Genau. Und kannst dann hinter den, hinter dem Friedhof sozusagen läufst du einfach geradeaus durch und da ist eine Treppe und damit kommst du ja in den mittleren Maya-Gang wieder. Genau. Dann bist du aber auch nur auf der mittleren Höhe, da hättest du dich jetzt auch hin teleportieren können, ne? Das weißt du. Ja, aber ich habe den Zugang zur mittleren Höhle noch nicht ganz verstanden. Also wie man von der mittleren Maya-Höhle in den neuen Bereich der Maya-Höhle kommt. Du meinst ganz nach unten? Ja. War da keine Treppe? Ja, die müsste jetzt ja irgendwie frei sein. Warte mal, hier war Eierboy. Da sind wir hergekommen. Sind wir hier? Nee. Nee, ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Du musst wieder... Ich bin gerade bei Kollege Eier-Johnny vorbeigekommen. Ja, du musst rechts an dem... Praktisch da hinten die Treppe hoch. Ach ja, und dann da war das. Genau. Ne, hier das schöne grüne Schimmern. Ja, du hast deinen Secret Service Eingang. Salvos Amulett. Dann ist es ein bisschen wie so eine nistende Amsel, ja. Ne? Immer noch da ein Stöckchen holen. Nur noch, dass er gleich hier auf die Couch kackt und sich dreimal im Kreis dreht. Ja. Ist immer noch nicht perfekt, aber so langsam wird's. Ach nee. Und jetzt da gerade durch. Vielleicht noch einen jungen Zweig mitnehmen. Ja, genau. Nee. Links. Da weiter. Ja, du sagtest gerade zu Tarion, der ist nicht da, oder was? Ja. Aber der hatte im letzten Video, ich glaube in Folge 91, nach YouTube-Zählung. Was? Echt? Ja. Okay. Hat er ein paar Kommentare gegeben und ein paar Sachen wieder mal aufgeschrieben. Angedeutet, die wir vielleicht noch machen könnten, sollten, gesehen haben, etc. Siehst du, da kommt es jetzt nämlich... Ach ja. Etwas größeren Raum raus. Und wenn du dich bei dem... Jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Ja, alles klar. Aber hier wollen wir gar nicht weiter. Aber ich habe es kapiert. Suchen wir den Warpstein. Das heißt, du bist das jetzt einfach nur gelaufen, um zu wissen, wo du da rauskommst. Ja. Das hätte ich dir doch aber auch sagen können. Ja, weißt du, ich muss es verstehen. Ich muss es erfühlen. Okay, Colin. Ich muss selber drin gewesen sein. Das ist wie Sex. Du kannst dir 200 Mal einen geilen Film angucken, aber der Real Deal ist dann halt eine andere Kiste. Wirst du auch noch erfahren? Nee. Mein Zölibat wird ewig bestehen. Welcher Bart? Ziegenbart? Danke. Ich glaube, irgendwo geht es nämlich hierher. Dennis, weißt du das noch genauer? Hier waren dann diese diversen Skelette und wir haben alle Grabsteine abgeklickt. Und ich meine, hier ging es irgendwo her. Da fehlt uns jetzt das entscheidende Stück Karte, ne? Nee, wieso? Hä? Das kommt doch an, wo du hin willst. Dahin, wo ich eben war, zu dem Wasserbereich. Ich sag nicht, dass du darüber präzise Aufzeichnungen hast. Wieso willst du zu einem Warpstein oder willst du, wo es speziell ist? Ja? Nee, ich will den Warpstein jetzt dahin bringen. Ich habe es doch anhand des Kannst Videos du dich da nicht hinbeamen? Nee, dafür muss ich erst den Warpstein da reinlegen. Den haben wir erstmal geholt gerade. So haben wir geholt. Du kannst hier praktisch, es kommt drauf an, zu welchem Wasserbereich du willst. Du gehst hier durch, da praktisch hinten durch und dann rechts durch den Tunnel und dann gibt es. Ja, hast du es gedroppt? Ja. Ah ja, ich hab's auch klippern hören. Ich glaube noch mehr. Ah, ich hab's auch klippern hören. Da siehst du? Wo? Da gerade. Ah, da, ja. Entschuldigung, Dennis, ja, genau. Da will ich hin, zu diesem Wasserbereich, zu diesem Unterwasserbereich. Ja, dann. Ah, die nehmen wir natürlich mit. Ist er tot? Ja. Aber eigentlich könnten wir auch um unsere... Ich check mal kurz die magischen Fähigkeiten aus, welche wir haben. Weil wir kommen ja eh zum Mana-Brunnen. Also warum jetzt ein Schwert aufleveln, das bereits, glaube ich, Stufe 3 hat. 3 ist Max, ne? Ja. Mhm. Da könnten wir doch eigentlich jetzt lieber irgendwie Magie benutzen, ne? Um hier noch ein bisschen... Ja. Also das ist der neueste Spruch, den wir haben. Feuerkanone. Los, raus damit. Nehmen wir die? Ja, normal. Ich guck noch mal kurz, ob wir irgendwas auf Level 2 haben. Nee. Das Windschwert, das allseits geliebt ist, auch. Boah, Blitz. Ja, gut, nehmen wir Feuerschwert. Feuerspucke, Feuerkanone, genau. Alles klar. Jetzt pass auf. Feuerkanone, Feuer frei. Ah! Oh. Was ist denn das? Das ist ja mega cool. Ah, das
ist ja tierisch gegen viele schnelle Gegner. Und vor allem gegen Endgegner. Ja. Nee. Wir müssen echt mal diese Zauber noch besser ausprobieren. Ich habe das Gefühl, die würden noch ein bisschen. Komm, gleich nochmal. Ja, pass mal, vielleicht sind da mehrere. Das finde ich ja, jetzt. Ja, guck mal, so, da ist ihr lieben Freunde, der. Oh! Du gar nichts mehr machen, nur noch zugucken. Geht wahrscheinlich nur auf den nächsten. Junk. Ja, aber ist ja nicht schlecht, ne? Ah, der hat seinen Kiefer liegen lassen. Und Geld. So, pass auf. Meinst du, das geht? Magie gegen... Ja, klar. Ja, klar. Und bam. Komm mal rein. Ja, 4 Treffer sogar. Okay, so, aber steht noch. Ja, ja. Ich nutze mal eine Ampulle schnell. Also reine Harzwahrung. Die füllt sich ja gleich wieder auf, genau. Also ist egal. Boah, voll Mana-mäßig. 1. Sieht aus, als ob der einen brennenden Schädel hat, ne? Der Ghost Rider. Mhm. Oder meint er, ist vielleicht tatsächlich magieresistent? Also er hält viel aus. Ja. Oh oh. Komm, ich hau ihm noch mal einen rein. Wir haben's ja. Und der Weg ist nicht mehr weit zu machen. Ja. Oh, schon aufgelevelt. Alter, sind wir krass. Ey, wir können eigentlich da ja natürlich alle unsere Sprüche aufleveln, ne? Und dann auch wirklich. Ich glaube ehrlich gesagt. Dann wieder zum Brunnen zurück. Ja, ne? Ich will es jetzt mal konventionell probieren, mit mal auf die Schnauze hauen. Aber erstmal muss er. Ja, mach Kotzi-Kotzmeister. Ah. Na gut. Also, du meinst, hier geht's weiter, ja? Da gehst du unten durch. Okay. Dadurch. Dann kommst du an eine Gabelung und da geht's rechts eben in dieses. In diese halbe Rotunde, wo du ins Wasser steigen kannst oder durch das Gittertor zum Wasser. Das heißt, hat sich dein Architekturstudium gelohnt. Rotunde. Dennis und ich haben uns beide gerade, unabhängig voneinander, wie nennt ihr das? Wissen zugenickt, so im Sinne von beeindruckend. Wirklich? Zu Recht? Ja, absolut. Also ich soll da unten näher, ne? Genau, da war ein... Ja, die Frage ist, wo ich, ab da weiß ich nicht mehr, wo es dann... Das weiß ich gerade auch nicht mehr, wenn wir schon hier sind, können wir einmal kurz... Weitergeht. Da gehst du jetzt praktisch eben in diesen Halbkreisbereich rein. Ach, genau. Und da ist die Sternwarte, die jemand unten unter Tage gebaut hat. Genau, wo wir gesagt haben, da gehen wir später nochmal hin, ne? Ja, ja. Weil man... Sind wir jetzt bereit dafür? Oder wir haben ja eigentlich noch erst... Es muss das erledigen mit dem Stein. Genau. Alles andere wäre sonst dumm. Und wir haben unten eben auch noch dieses Gebiet. Colin, zieh doch lieber mal das Geisterarmband an. Das gibt viel mehr Mana. Das ist richtig, aber wir hatten uns ja mal darüber, dafür entschlossen. Mehr XP wir, ist auch das, geil. Und genau. Wir haben ja jetzt gerade im Grunde unendlich Mana, aber wir es eh gleich auffüllen. Deswegen, ich würde das auch sagen. Aber es kann auch sein, ich schaue noch mal kurz rein. Weevil's Ring, das war nicht der... Nee, das war das Glückding, ne? Das fragen wir uns jedes Mal und ja, ich gebe es auf. Ich weiß, ich kann es mir nicht merken. Das war das hier. Es kann nur eins geben. Ja, definitiv. Weil hier war immer die Qual der Wahl. Oh, nehmen wir das oder nehmen wir das andere. Das hier. Und deswegen, also wir wollen lieber schneller leveln, deswegen haben wir uns für dieses entschieden. Und wie denn so ein Gegner und Pat sagt, holt noch den Warpstein bei der Elfe. Ihr habt noch einen in der Maya-Pyramide und die ist ganz in der Nähe der Elfe. Dann habt ihr noch einen Stein in Reserve, wenn ihr den braucht. Hab ich eigentlich auch gesagt. Ja, okay. Dann, ne. Ach. Ja, hab ich gesagt. Du hast, aber ganz, du hast es nicht so schön gesagt. Du hast nur die Nachteile aufgezählt, nicht aber die Vorteile. Und das ist natürlich wie, wenn dich jemand fragt, willst du in der EU bleiben oder nicht? Und die werden nur zwei Scheinargumente geliefert. Da entscheidet sich am nächsten Tag aber ganz schnell anders. Das war ja abzusehen. Jetzt. Oh, jetzt glaube ich, müssen wir gleich das Wasseramulett reinwerfen. Denn, Da geht's gleich runter. Hier geht dieser Durchgang, das ist einfach nur so ein Wasser. Genau. Aber da ist ja aber schon die Maya-Pyramide. Ich sag ja. Das ist ja das Hast du den Schlüpper da einmal hingeschmissen? Alter, dieser Stift. Das ist der Stift of the North Star. Und nix hier am Schreiben tun ist. So, jetzt müssen wir aber einmal das Wasseramulett für Heavy Breathing. So, und also das ist die Maya-Pyramide. Genau. So, wir schwimmen zur anderen Seite. Gehen die Treppe hoch. Die Skelette spawnen. Die Skelette haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Sie spawnen die wieder? Ja, ich glaube schon. Aber ich traue mich nicht, mir umzugucken, das dauert zu lange. Dieser Stift ist der Tod. Foxeye hatte heute seinen letzten Arbeitstag. Was heißt das? Wurde er gefeuert? Oder ist schon in Rente? Das kann auch sein. Weiß ja nicht so vom Alter. Weiß man nicht. Ja, wir waren wahrscheinlich der älteste Rocket Beans-Fan.
Wieso er war? Er wäre. Ja. Soll er mal schreiben? Herr Deutschlehrer. Vielleicht hat er auch Urlaub oder so. Oder wird ihm prompt ein Praktikum angeboten hier im Chat. So. Aber jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Ach so, ja. Wir sind jetzt Maya-Pyramide gegangen, nach oben. In so einem Aber du bist jetzt innen. Ich bin jetzt innen, genau. An meinem Lieblingsbrunnen mit den beiden Zwillingsnymphen. Und hier schmeiße ich jetzt, wie vereinbart, den roten Stein. Ey, halt eine Sekunde. Hier steht was Interessantes. Holt euch den Ring vom Riesen, der gibt euch doppelte Angriffsgeschwindigkeit. Wo ist denn der Ring des Riesen? Das könnte auch ein fieser... Weißt du, wo der ist? Nein. Ach so, du hast gehofft, dass ich sagen würde. Aha. Ja, ich dachte, ja, normal, stimmt, habe ich nicht dran gedacht. Haben wir irgendwo einen Ring des Riesen? Ja, hast du den Riesen eingezeichnet? Na, oder meinst du den Riesen, der vor dem Tor steht? Der ist aber doch tot. Also das ist jetzt hier dieser komische... Genau, das ist mein Lieblingsbereich ab jetzt. Den male ich wie so ein Arsch. Genau. Rechts davon ist das Pentagramm und links davon der Stein. Genau. Jetzt hau ich die Ampulle rein, um wirklich wieder bestens vorbereitet zu sein. Ey. Ey, was ist los? Ja, unser Büromaterial, beziehungsweise... Ich glaube, es war ein Troll. Das Büromaterial von Lars Wiener Sicherheitstechnik ist absolut scheiße. Wenn dementsprechend noch die Alarmanlagen sind, dann Prost Mahlzeit. Das lässt sich rauskriegen. Ist aber ein ziemlich guter Troll gewesen, ne? Also, ja. Hat er sich gut überlegt. Kannst du noch mal bitte zurückkommen auf den Post davor, diesen sinnvollen, der Dennis... Ich weiß nicht, wie man hier hochscrollt. Ach da, warte. Doch, jetzt habe ich es. Das ist jetzt der Stein rot, ne? Genau. Jetzt können wir mal überlegen, welcher... Also wir sollen zur Elfe am besten, weil wir schnell zur Elfe kommen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, holt euch Dennis. Den Farbstein der Elfe. Ihr habt noch einen in der Maya-Pyramide und die ist ganz nah in der Nähe der Elfe. Ja. Dann habt ihr noch einen Stein in Reserve, wenn ihr den braucht. Das heißt, den roten nimmst du sowieso raus und jetzt... Der rote steckt da hinten. Der rote ist jetzt bei den Brüsten. Also hast du den da jetzt hingepackt? Genau. Wie geplant. In jedem Fall kommen wir jetzt hierhin gut zurück. Das ist schon mal fein. Also ich denke auch, dass den... Also dafür, dass da hinten die Elfe ist und nur eine Kiste... Gut. Da kannst du von der Maya-Pyramide tatsächlich einfach hinlaufen. Ja, der Brunnen ist natürlich auch nicht mehr so geil, weil der ist, den haben wir ja wir sind also viel besser. Also hättest du als Argument nur eine Kiste und das ist ja Quatsch. Das ist kein Argument. Also, wir reisen jetzt mit dem Gelben, ne? Richtig. Gelber Stab zur Elfen-Zelda. Es tut mir auch ein bisschen leid. Wir sind so ein bisschen vertraut miteinander mittlerweile. Naja, hätte sie dich mal öfter rangelassen, dann müsstest du sie jetzt auch nicht alleine lassen. Und diese Geschichte mit den Stinksachen habe ich auch noch nicht so ganz aufgegeben. Vielleicht ist sie auch die stinkt. Deswegen sitzt sie alleine an einem Brunnen. Ja, das stimmt allerdings. Deswegen ist der Riese da auch tot. Aber wir stinken noch nicht genug. Ich rede nochmal einmal mit ihr. Bitte geh nicht. Bitte nimm nicht den Führungsstein mit. Kannst du mal bitte einmal vielleicht in die YouTube-Videos nochmal reinschauen, was Tarion da sagte? Doch! Der sagte nämlich was zu, dass wir irgendwie noch ein Questschwert geben sollten. Und das hat bei mir jetzt überhaupt keine Erinnerung. Meint er nicht den Typen, der vor dem, wenn du an der Nordgrenze rübergehst und dann geht's ja rechts in das Weevil-Gebiet und links stand da doch dieser Offizier, der gesagt hat, oh, wisst ihr nicht, der Weevil ist da ist dieser mein Kommandant reingegangen. Ja, der wollte ein Schwert haben? War das nicht so? Solltest du dem nicht irgendwas bringen? Ja, ein Stück Brot und einen Krug Wasser, aber ich weiß es nicht. Nee, ich hab dem einen das Ei gebracht. Der zum Weevil geworden ist. Nee, das ist. Dann geht das ist ein anderer, ich weiß, wen du meinst, aber. Das ist ja auch in der Nähe von der Maya-Pyramide. Geh doch ruhig nochmal hin. Also, jetzt mit dem Blauen. Ist das korrekt? Ist das der Maya-Stein? Ach du Scheiße. Nee, grün ist die Pyramide. Blau ist der Schmied. Also, das sollten wir. Gut, machen wir das. Aber der hat doch nur gejammert. Wie 80% aller NPCs. Nein, deswegen, ich bin der Meinung, deswegen sind wir doch auch in den Tempel. Also, bitte, wenn ihr da reingeht. Ja? Sucht 91 Videos, Alter. Das stimmt. Sucht den. Weißt du bei welchem? Beim allerletzten oder was ist? Ja, beim letzten. Okay. Vielleicht davor auch schon, aber beim letzten. Da ich fange einfach mit dem letzten an. Genau. Findest du den Weg noch automatisch? Ja, hierher. Ach, kennt ihr das, wenn ihr so ein Stückchen Oregano zwischen den Zähnen habt? Das will einfach nicht weg. Ja. Da hilft nur ein ordentlicher Schuss Cola. Ein ordentlicher Schuss Cola? Muss intravenös oder was? Gurgeln und so ein bisschen gucken, dass muss das Wasser zwischen... Wenn du mir erklärst, wie das intravenös dann zu deinem Zahnfleisch gelangt und das da rausspült. Ja, ich weiß nicht, was du mit Schuss meinst. Ein Schuss, richtig. Ach, das...
Hier ist ein paar grammatikalos. Dahergehen, Schuss trinken. Woher kommt denn das englische Wort Shut für kurze? Schuss. Shut. Schuss. Du machst ja auch manchmal, du machst ja auch einen Schuss. Einen Schuss Maggi ins Essen. Einen Schuss Zitrone in deine Sprite. Oder einen Schuss Tabasco in dein Essen. Das sind schon klassische Schüsse, so wie der C-Shot. Ist ja auch. Ne? Sag mal, wo kommst du denn weg? Was? Ich bin, möchte mich an dieser etymologischen genau wie Diskussion eine, genau beteiligen. Wie eine Prise Salz, ein Schuss Olivenöl. Wo kommt denn die Prise her? Von Price? Ja. Vincent? Vincent Price. Ein Vincent Price Salz. Ja, früher hat man ja grundsätzlich mit Salz bezahlt. Links. Also alles dadurch. Mit Salz bezahlt und da kam es dann auch. Dann war das quasi 50 Euro waren früher 50 Salz und das war dann eine Prise. Ne? Das war die Einheit. Und daher kommt auch das englische Wort Price. Genau. Weil der Preis aber nur halb so gut ist, 50. Genau. Das ist vollkommen korrekt. Deswegen entscheiden wir uns. Mal ein bisschen den Zahnstocher? Nee. Es gibt eine. Wo klemmt das denn? So zwischen zwei Zähnen oder? Ja, wo sonst? Ja, es kommt ja darauf an, es gibt jetzt links. Wenn du, je nachdem wie deine Zähne stehen, es gibt ja immer die Möglichkeit, zum Beispiel mit stramm gezogenen T-Shirt-Kanten zwischen Zähnen herzustellen. T-Shirt-Kanten? Alter, also wie so ein Troll die Zähne oder was? So einzelne. Naja, manchmal. Es klappt gerade mal mit einem dünnen Stück Papier, das ist immer eine gute. Oh, Papercut, yes. Könnt ihr kameratechnisch schon mal auf Vollbild und eine Aufnahme gehen? Das mache ich natürlich im Close. Nee, doch nicht. Ich dachte, der wäre das gewesen. Das okay, hier steht's nicht. Also ich lese aber trotzdem einmal vor, was hier steht. Ja. Tarion hat der Stab, also nicht wo von. Ist mein Schwert? Okay. Haben wir denn irgendein Questschwert bekommen? Ich weiß nicht. Du hattest ja eben gesagt, du solltest zurück und irgendjemand irgendein Schwert geben. Aber hättest du es bekommen, hättest du ja die Auswahloption gehabt, es zurückzugeben. Du kannst ja jetzt nicht aus dem Inventar irgendwas zurückgeben. Doch, das läuft ja immer so hier. Ja? Hm? Du musst Sachen aktiv anwählen im Inventar, um dann. Oh, ich liebe sowas. Ja, aber man kann die dann auch leider 2 Zentimeter links vom Triggerpoint geben und fragt sich ja, okay, dann. Okay, das nervt, aber wie cool. Ah, das ist immer so ein geiles, wenn es denn klappt. Du drückst und probierst und es klappt. Ja! Yeah. Colin, der Stab der Kaiserin oder so verstärkt die Zauberkraft, die ihr im Inventar habt. Das ist eine Waffe. Ja. Ja, das wissen wir, ne? Jetzt, ja. Rettungsschwert. Ich kann aber hier keinen. Also ich kann nochmal einmal kurz. Ich gehe nochmal einmal ins Teilmenü. Schlüsselgegenstand. Weil hier haben wir irgendeinen. Ja, hier ist ja nichts, ne? Ich habe nur anhand deiner Informationen die einen Vorschlag gemacht. Ja, ist richtig. Ähnliches schrieb ja auch Tarion in dem Video. Was für ein Video bist du denn gerade? Video 54? Er guckt sich das alles nochmal in Ruhe an, von Anfang an. Das glaubst du doch selber nicht. Also, ich wüsste nicht, welches Schwert man. Ich meine, die Vivelnadel ist kein Schwert. Und die anderen Equipment-Schwerter, die ich ja selber benutzen kann, die kann ich nicht geben, behaupte ich. Ne? Hier. Weil immer, wenn ich da quasi X drücke, kann ich sie nur equippen. So sieht das nämlich aus. Eine andere würde mir jetzt nicht einfallen. Oder der Typ, der in diesem Holzverschlag sitzt, der gefressen hat, der war das auch nicht, ne? Ne, dem haben wir ja das Ei gegeben und der war happy und hat uns dafür irgendwas gegeben. Den weiß ich auch nicht. Oder noch irgendjemand. Ich klicke auf 91 und es stand. Ja. Wieso? Das ist das Tage. Ich hab's doch eben noch gesehen. Ich hab das Gefühl, wie wieder. Missionsschwert stand da doch. Wo? Da. Soll ich das einfach mal. Soll ich ihm. Also. Oder, okay. Oder vielleicht ist es einfach nur ein Übersetzungsfehler, weil besonders schwer. Ja, aber das kann sein. Das ist, glaube ich, eins der letzten, die wir gefunden haben. Aber. Ich trage das jetzt mal und spreche ihn an. Vielleicht sagt er dann jetzt, oh, ihr habt. Gut. Hast du es? Ich habe es equipped und dann hat er das gesehen. Ich konnte es ihm nicht geben, okay. Aber. Ja. Ich weiß mal. Nein. Sag nichts Falsches. Sieht aus wie so ein Spinnengesicht ein bisschen, ne? Also, wenn da noch mehr schwarze Dinger wären, so diese beiden Kauwerkzeuge da. Behandle es bitte gut. Und dafür kriege ich jetzt? Was? Fuck you, Sir. Gib mir nicht die 3 Punkte.
Ey, das ist aber nicht, also Undank, das ist jetzt alles? Naja, was heißt Undank? Du hast ihm ja nichts gegeben, du hältst das Behälterschwert. Ja gut, in Dark Souls hätten wir das jetzt als Questline gefeiert und gesagt, boah, wie geil. Ja. Aber vielleicht ist er natürlich gleich tot. Sei nur noch was anderes, was du ihm geben kannst, aber ich glaube nicht. Nee, ich glaube, das Salvor-Schwert ist schon verdammt gut. Ich kann natürlich weitermachen. Ich fand das interessant, dass das Salvor-Schwert Missionsschwert heißt und nicht Salvor-Schwert. Das stimmt. Aber ich kann ja nochmal die Kette anlegen. Aber die habe ich, glaube ich, schon angelegt. Ja, nee, dann nicht. Das hat mir gut gefallen. Die waren beide ausgezeichnet. Ich bleibe mal wieder bei dem Schwert. Ja, dann jetzt spreche ich nochmal mit dem normalen Schwert an. Vielleicht sagt er jetzt, hallo, schön, dass du wieder da bist. Nein. Okay, also wir gehen zurück und nutzen den neu gefundenen Shortcut, ne? Um wieder in das Gebiet zu kommen. Welches Gebiet meinst du denn? Also ich will jetzt zurück zu diesem Wasserpool. Dann musst du Steinrot nehmen. Ja, genau, aber das kann ich ja jetzt hier nicht. So, ich habe Tarion. Ah, was ein schönes Geräusch. Tarion sagt, diese versunkene Stadt beim Friedhof ist ein ziemlich optionales Gebiet. Dort könnt ihr noch eine Menge, noch Magie und Schlüssel, bla bla, das ist Spoiler, das sage ich nicht. Mhm. Das finden wir anyways. Dann schreibt er des Weiteren, diese schwebende Energiekugel im Friedhof ist der ein Stück Rüstung war. Nee, in der ein Stück Rüstung war, ist später mit einem Questgegenstand aufmachbar. Die Handschuhe, die da drin sind. Ich erinnere mich, ja genau. Diese lange Treppe nach unten zu den Matsch-Golems ist der Weg ins Endgame. Momentan könnt ihr da nichts machen. Gut. Oh! Es geht noch weiter. Haltet euch in dem Gebiet mit der Treppe und der dunklen Amazone links und vergesst nicht, Salvors Kette zu tragen. Punkt, Punkt, Punkt. Genau, wenn wir doch genau das tun. Also, ich mache jetzt den Weg hier. Wieso kann... Er schreibt hier noch, er kann keine Tipps geben. Soll er gefällig schreiben, warum? Muss sich doch abmelden. Vielleicht hat er seinen letzten Arbeitstag gehabt und hat sich mit seinem zweiten Account im Chat angemeldet. Ja, vielleicht ist er im Urlaub, aber das wollen wir doch wissen alles. Das ist also ich gehe jetzt Tarion suchen. Ja, geh du mal Tarion suchen. Ich rufe die Polizei. Ich rufe den Ballen. Der belebt mich auch. Ja, dann geh du mal Tarion suchen. Tarion! Alter, ich hab Angst. So, wir gehen kurz in die Werbung. Schalten vielleicht noch mit einem. Warte mal, komm. Jetzt probieren wir mal das. Ich will die mal zusammen. Ich versuche die mal in Nähe zu locken und dann machen wir dieses Feuerexperiment einmal, ja? Es ist doch... Wieso... Guck dir das doch mal an jetzt hier. Jetzt. Oh, lass mich. Und wir den zweiten. Und jetzt. Einfach. Guck! Nein. Was? Ist das geil. Ich bin überzeugt von dir. Colin, gehen die gut, Werbung. Wir gehen jetzt in die Werbung, sind gleich wieder da und dann geht's endlich zur Sache in dem einen Gebiet, wo wir Salvors Kette tragen werden. Wow.